Dass du das hier liest, ist der Beweis. Es zeigt, in welcher Gefahr wir alle sind. Wenn du vorsichtig bist und das Leben magst, verschwinde. Verlasse diese Seite. Schließe das Fenster, schalte den Computer aus. Geh! Du wirst weiterlesen, nicht wahr? Du nimmst es nicht ernst. Warum auch? Was denkst du, was das ist? Diese Seite. Manche Teile sind wirklich das, was sie scheinen. Beiträge, Geschichten von Unschuldigen, die dem gleichen Irrglauben aufsitzen wie du. Der Rest. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Sie sind wie Dämonen. Sie machen dich süchtig, obwohl du weißt, dass du ihretwegen nachts nicht schlafen wirst. Dass du wach liegen wirst, auf das kleinste Geräusch wartend, während sie kommen. Vielleicht wirst du es bemerken, aber du wirst es nicht ernst nehmen. Du wirst dir selbst einreden, du hättest es dir eingebildet. Und dann am nächsten Tag wirst du wiederkommen, mit dem Verlangen nach mehr. Das ist, was sie tun, wenn du schläfst. Sie locken dich hierher zurück, damit du mehr liest, mehr zu dir holst. Ich bitte dich ein letztes Mal. Ach was, ich flehe dich an. Verschwinde von hier, solange du noch kannst. Versuche alle zu warnen. Wenn sie dir nicht glauben wollen, wenn sie dir erzählen, was es hier gibt, wenn sie versuchen, dich zurückzuholen, renn, lass sie zurück. Für sie ist es zu spät. Niemand weiß, was mit ihnen geschehen wird. Niemand, der es erfahren hat, war je in der Lage, es zu erzählen. Überhaupt irgendwas zu erzählen. Aber wenn du diesen Satz liest, wenn du trotz all meinen Warnungen bis zum Ende gelesen hast, ist es auch für dich wohl zu spät.